Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Rängen, ich glaube, im Ziel sind wir uns doch alle einig. Wir sind uns im Ziel alle einig. Wir wollen Mieter schützen. Und wir wollen auch nicht, dass Mieter aus ihren eingestemmten Wohnvierteln verdrängt werden. Das Einzige, wo wir uns nicht einig sind, ist tatsächlich der Weg. Wie wir den Weg beschreiten und wie wir das erreichen. Und da muss man einfach sagen, die Wohnungsmärkte in Deutschland, die sind eben sehr differenziert. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man über Ballungszentren wie Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Universitätsstädte spricht oder über den ländlichen Raum spricht. Da haben wir eben komplett unterschiedliche Situationen. Und weil die Wohnungsmärkte so differenziert sind, brauchen wir hier auch differenzierte Lösungen. Und da bringen uns diese einfachen Antworten, die uns jetzt die Linken vorschlagen, die uns die Grünen vorschlagen, diese einfachen Antworten, die bringen uns überhaupt nicht weiter, meine Damen und Herren. Für uns ist wichtig, dass wir einen Ausgleich haben zwischen den Mietern auf der einen Seite und den Vermietern, den vermietenden Eigentümern auf der anderen Seite. Und deswegen haben wir ja auch das Instrument der Mietpreisbremse gemacht. Deswegen war das etwas, was wir schon bei unserem Wahlprogramm drin hatten. Deswegen hatten wir es im Koalitionsprogramm. Und deswegen haben wir die Mietpreisbremse auch gemacht. Und jetzt fragen nur manche, funktioniert die Mietpreisbremse? Und da gibt es in der Tat unterschiedliche Studien. Die könnte man jetzt tatsächlich methodisch hinterfragen. Da könnte man fragen, gerade Frau Ley, was Sie jetzt angesprochen haben, 95% der Mieten, die man so findet, die angeboten werden, die sind über der ortsüblichen Vergleichsmittel. Und daraus ziehen Sie jetzt den Schluss, das sind alles Verstöße gegen die Mietpreisbremse. Nein, ich sage nein. Man muss sich doch mal genau anschauen, was steht denn eigentlich dahinter. Und Sie können bei den Angeboten, die man zum Beispiel bei ImmoScout und anderswo findet, da wissen Sie ja gar nicht, ob nicht möglicherweise die Vormiete schon höher gewesen ist. Sie wissen nicht, ob es eine umfassend modernisierte Wohnung gewesen ist. Das können Sie alles aus den Angeboten nicht ablesen. Deswegen ist dieser Schluss, den Sie daraus ziehen, und den Schluss, dass hier alle Vermieter hier betrügen würden, 95%, der ist einfach nicht in Ordnung. Und da sollten Sie lieber ein bisschen bei den Fakten bleiben an der Stelle. Ich sage ganz klar, wir als Gesetzgeber, wir haben eine klare Erwartung, dass die Vermieter sich auch an die Mietpreisbremse halten. Das ist völlig selbstverständlich. Wir machen Gesetze, damit sich daran gehalten wird. Und deswegen haben wir ja auch den Mietern Rechte an die Hand gegeben. Sie können die überhöhte Miete rügen und dann die zu viel gezahlte Miete auch zurückverlangen. Das ist gut und richtig. Und ich kann auch nur alle Mieterinnen und Mieter dazu auffordern, nehmt diese Rechte wahr. Ihr werdet auch Erfolg haben. Ihr werdet Erfolg haben. Das zeigen alle Gerichtsurteile, die es bislang gibt. Selbst der Deutsche Mieterbund sagt, alle Urteile, die es zur Mietpreisbremse gibt, die sind ausnahmslos zugunsten der Mieter ausgegangen. Ausnahmslos. Und deswegen kann ich noch mal sagen, das ist ein Instrument, was funktioniert. Es ist kein Allheilmittel, da komme ich noch dazu, selbstverständlich kein Allheilmittel, aber es ist ein Instrument, funktioniert. Und ich kann nur sagen, mit besonderer Selbstbehauptung sollten die Mieter ihre Rechte wahrnehmen, dann werden sie auch vor den Gerichten Erfolg haben, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich mal zu den Ausnahmen, die jetzt, wie die Linke und wie die Grünen uns auch vorschlagen, jetzt hier gestrichen werden sollen. Diese Ausnahmen, die sind ja nicht einfach von irgendwo hergekommen, sondern alle Ausnahmen, die haben wir uns wohl überlegt. Alle Ausnahmen haben ihre Berechtigung. Ich nehme nur mal das Beispiel Neubau. Die Mietpreisbremse wirkt nicht und soll auch nicht greifen, wenn es um neu gebaute Wohnungen geht. Weil, das ist ja nicht so, weil wir sagen, da soll irgendwie Spekulation mit befördert werden, sondern weil es so ist, Sie können heute keine neue Wohnung bauen zu den Preisen der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das können Sie einfach nicht. Das geht nicht. Dafür sind die Baukosten zu hoch. Sie brauchen heute 10 bis 11 Euro, um neu bauen zu können. Und wenn man jetzt sagen würde, da muss aber die Mietpreisbremse auch gelten. Das heißt, ich baue zu 10 Euro und die Mietpreisbremse, die ortsübliche Vergleichsmiete ist vielleicht bei 7 Euro. Ja, da fehlen auf einmal 3 Euro in der Rechnung. Und das würde dann dazu bedeuten, dass das Ganze sich nicht wirtschaftlich trägt, dass das nicht finanzierbar ist. Und die Folge daraus wäre doch, dass wir weniger Neubau hätten. Weniger Neubau hätten. Und damit würden wir das Problem doch nur verschärfen. Die steigenden Mieten, die kommen doch daher, dass wir zu wenig Angebot auf dem Wohnungsmarkt haben. Und deswegen müssen wir doch alles dafür tun, dass die Mietpreisbremse keine Investitionsbremse ist, sondern wir müssen etwas dafür tun, dass mehr gebaut wird in unserem Land. Und deswegen ist diese Ausnahme für den Neubau auch völlig richtig, meine Damen und Herren. Und einen zweiten Punkt, den Sie jetzt streichen wollen. Sie sagen, den Bestandsschutz, den müssen wir streichen. Also den Umstand, dass wir gesagt haben, wir können natürlich nicht in bestehende Verträge eingreifen. Wir können nicht in bestehende Verträge eingreifen und sagen, du hast vielleicht deine Wohnung jetzt für 10 Euro vermietet, aber wenn du sie jetzt neu vermietest, dann muss es jetzt auf einmal 7 Euro sein. Da muss man doch einfach mal sehen, da sind wir auch in einem Rahmen, den die Verfassung uns vorgibt. Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Der Schutz des Eigentums. Wenn wir jetzt hier in einen laufenden Vertrag eingreifen würden, auch in eine laufende Finanzierung
eingreifen würden, wo es natürlich bestimmte Erwartungen auch gibt, was kriegt man als aus dieser Mietwohnung heraus, dann würden wir doch unter dem Strich, wenn wir da eingreifen, erstens verfassungswidrig halten und auch ganz praktisch, wir würden viele von den kleinen Vermietern, und darum geht es, das sind ja nicht immer die großen Wohnungsgesellschaften, über die wir reden, sondern es sind die vielen privaten Kleinvermieter, die würden wir damit, wenn wir da eingreifen würden in die laufenden Verträge, in die laufende Finanzierung, die würden wir in den Ruin treiben und deswegen werden wir solche Ausnahmen nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich, wenn Sie den Bestandsschutz ausnehmen wollen, dann ist es selbstverständlich ein Eingriff in bestehende Verträge, weil Sie damit sozusagen auf die Situation zugreifen. Das ist eine Rückwirkungsproblematik, verfassungsrechtlich höchst problematisch, und dafür gibt es keine Rechtfertigung. Das ist ganz klar, Herr Kollege Kühn, dass wir da auf verfassungsrechtlich sehr dünnem Eis sind, und das werden wir nicht mitmachen an der Stelle. Zur Modernisierung möchte ich noch was sagen. Die umfassende Modernisierung ist eine weitere Ausnahme, die wir von der Mietpreisbremse gemacht haben. Und da möchte ich auch eins ganz klar sagen. Natürlich soll es hier keinen Missbrauch geben. Da sind wir völlig klar, auch als Union. Es darf nicht sein, dass junge Familien, dass ältere Menschen aus ihrer Wohnung herausmodernisiert werden. Und da bin ich auch ganz dabei zu sagen, wenn hier ein klarer Missbrauch offen zu tragen wird, da bin ich auch klar dabei zu sagen, da muss es dann auch eine Sanktion geben. Da muss es überlegt werden, ob man Schadensansprüche geltend macht. Da muss man auch darüber nachdenken, ob das nicht sogar ordnungswidrig ist. Da bin ich völlig dabei, weil Missbrauch des Instruments der Modernisierungsmieterhöhung, das darf es nicht geben und das gibt es mit uns auch nicht. Ich finde nur ein bisschen Ihre Diskussion jetzt mehr seltsam und Ihre Argumentation seltsam. Sie sagen ja zum Beispiel, die Schwelle, die hätten wir hier zu hoch angesetzt für die umfassende Modernisierung. Also was ist eigentlich eine umfassende Modernisierung? Da sagen Sie, naja, man muss ein Drittel der Kosten aufwenden. Das würde einen falschen Anreiz setzen, würde dazu führen, dass alle Vermieter möglichst hochpreisig modernisieren, um dann sozusagen unter diese Ausnahme zu kommen. Ja, da kann ich nur mal sagen, da haben wir als Union darauf hingewiesen, dass das natürlich ein Effekt ist, der eintreten kann. Und deswegen haben wir auch in die Begründung hineingeschrieben, weil wir genau das gesehen haben, wir dürfen die Schwelle nicht zu hoch setzen, haben wir in die Begründung hereingeschrieben, dass auch in den Fällen, wo vielleicht ein Drittel der Kosten nicht erreicht ist, wo aber verschiedene Baugruppen angefasst werden, wo im Bad was saniert wird, wo die Fenster saniert werden, wo bei Elektroinstallation was gemacht wird, dass man qualitativ sagen kann, auch das ist eine umfassende Modernisierung, um eben genau diese Anreizstruktur nicht zu haben, dass man möglichst hochpreisig machen muss und dann hinterher die Mieter Schwierigkeit haben. Das war etwas, was wir als Union hineinverhandelt haben, und das war auch richtig so, dass wir es hineinverhandelt haben. Aber ich will noch einen Punkt sagen. Sie tun ja immer so, dass die Modernisierung, dass das immer Luxusmodernisieren wäre, dass das quasi der Regelfall sei. Und da sage ich nur mal, nein, das ist nicht so. Wir haben in den allermeisten Konstellationen Situationen, wo es um die energetische Modernisierung geht, wo es um den altersgerechten Umbau geht. Und das sind beides wichtige gesamtgesellschaftliche Ziele, die wir verfolgen. Und ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig. Natürlich brauchen wir energetische Sanierung, um unsere ehrgeizigen Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Und natürlich brauchen wir auch einen altersgerechten Umbau, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die demografische Entwicklung, dass wir damit standhalten können. Und wenn ich jetzt nur mal die Grünen nehme, die haben das in ihrem Antrag sehr schön formuliert, das könnte ich eins zu eins übernehmen. Die sagen in ihrem Antrag, unsere Wohnungen und Wohnungsmärkte müssen fit für die Zukunft gemacht werden. Angesichts der Klimakrise ist es dringend notwendig, auch im Gebäudebestand deutlich mehr Energie einzusparen. Und dann geht es weiter. Zusätzlich brauchen wir durch den demografischen Wandel vermehrt altersgerechte und barrierefreie Wohnungen, damit die Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Ja, genau, richtig, wunderbar. Schreiben Sie das in den Antrag. Das ist völlig richtig so, nur Sie ziehen die völlig falschen Schlüsse daraus, meine Damen und Herren. Was Sie jetzt hier vorschlagen, die Ausnahmen für die umfassende Modernisierung abzuschaffen, bei der Modernisierungsmieterhöhung massive Einschnitte zu machen, wozu führt das denn dann? Das führt doch nur dazu, dass diese Modernisierungen letztlich unter dem Strich nicht mehr wirtschaftlich tragbar sind, dass sie nicht mehr finanzierbar ist, und dann werden sie hinterher auch nicht mehr vorgenommen. Und wer hat dann hinterher die Folgen zu tragen? Das sind doch dann die Mieterinnen und Mieter, die nämlich mit der zweiten Miete, den Betriebskosten, jetzt schon erheblich belastet sind. Die zweite Miete, die Betriebskosten, die ist viel höher gestiegen als die Kaltmiete. Und gerade die altersgerechte Modernisierung. Ich finde, das ist wirklich eine zutiefst soziale Frage, wenn die 90-jährige Witwe, die nicht mehr ihr Bad benutzen kann, weil es altersgerecht nicht umgebaut ist, die nicht mehr in ihre Wohnung kann, weil sie vielleicht mit der Hüfte nicht mehr so richtig kann und es keinen Fahrstuhl gibt, die muss dann aus ihrer Wohnung ausziehen, weil sie verhindern, dass die Wohnung modernisiert wird. Und das geht nicht, das werden wir nicht mitmachen. Das ist auch eine soziale Frage, meine Damen und Herren. Und deswegen
Deswegen ist es völlig richtig, dass das Konzept der Modernisierung bei den Kosten auf drei Schultern liegt. Natürlich muss es der vermietende Eigentümer tragen. Und natürlich muss auch der Staat hier was tun. Da muss gefördert werden. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Förderungen, Programmen bei der KfW. Und steuerlich kann man da auch noch überlegen, was man machen kann. Aber natürlich muss auch der Mieter seinen Anteil über die Modernisierungsmieterhöhung dazu beitragen. Und deswegen wollen wir an diesem Konzept festhalten, also drei Säulen, die das tragen können. Damit erreichen wir diese gesamtgesellschaftlichen Ziele nicht. Aber diese einseitige Belastung, die Sie hier den Vermietern aufbürden wollen, das ist nicht in Ordnung. Und das wird es mit der Union an der Stelle auch nicht geben. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich habe noch ein paar Punkte, die ich ansprechen könnte, aber irgendwann ist dann meine Zeit auch zu Ende. Die Rügepflicht zum Beispiel, die Rüge, die Pflicht, die Sie streichen wollen. Aktuell ist es ja momentan so, wenn ein Mieter in eine Wohnung einzieht, dann haben wir ihm das Recht gegeben, dass er die Höhe seiner Miete rügen kann. Und ab diesem Zeitpunkt kann er denen die Miete, wenn es sich hinterher herausstellt, auch zurückverlangen. Kann er vom Vermieter sagen, ich habe zu viel gezahlt, bitte zahl mir das zurück. Und was ist jetzt ab der Rüge vorgelegen? Und was ist jetzt der Sinn und Zweck dieser Rügepflicht, die Sie nun streichen wollen? Sie sagen jetzt hier, naja, das wäre im Prinzip alles etwas, was es einen Anreiz schafft für den Vermieter, die Mietpreisbremse zu umgehen. Das sollte im Prinzip, sagen Sie wieder, das ist so das Feindbild des Vermieters, was Sie hier aufbauen. Und da muss ich mal sagen, das ist wirklich ein erheblicher Widerspruch, den wir hier Ihnen geben müssen. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Die weit überwiegende Anzahl der Mietverhältnisse, die funktioniert wunderbar. Da gibt es ein gutes Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern und das klappt wirklich ohne Probleme. Der tatsächliche Sinn und Zweck dieser Rügepflicht ist doch, Planungssicherheit zu geben. Planungssicherheit für den Vermietern, weil der nämlich wissen muss, was kann er sozusagen verlangen. Und wir reden jetzt nochmal nicht über die großen Gesellschaften, sondern es geht um, liebe Frau Kühnert, es geht um die kleinen Vermieter, den kleinen Eigentümer, der vielleicht eine oder zwei Wohnungen als Altersvorsorge hat. Der hat große Probleme zu bestimmen, was ist denn eigentlich die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%, was ich da überhaupt nehmen kann. Der hat große Probleme, das zu machen, weil wir nämlich immer noch keine Reform der Mietspiegel haben, was wir als Union schon lange eingefordert haben, wo das BMJV immer noch keinen vernünftigen Vorschlag gemacht hat. Herr Lutz, das wäre mal ein richtiger Vorschlag sozusagen, dass wir da mal ein Stück weiterkommen. Atmen und Frage beantworten. Sind Sie bereit, eine Zwischenfrage zu beantworten? Gut, Frau Ley. Ich sage meine Zeit ist angehalten. Meine Zeit ist angehalten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben ja jetzt lange und ausführlich erläutert, welche Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse Sie nicht mitgehen würden. Ich habe aber jetzt mehrere Zitate von Ihnen gefunden, wo Sie ja gesagt haben, Sie sind offen für Nachbesserungen, nämlich im Bereich der Auskunftspflicht des Vermieters. Da haben Sie sich zitieren lassen im Mai, am 7. September, am 8. September. Also sind Sie weiterhin bereit, wenigstens in diesem einen Punkt bei der Auskunftspflicht des Vermieters die Mietpreisbremse noch in dieser Legislatur nachzubessern? Oder galt diese Aussage nur kurz vor den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin? Ich stand selber bei den Abgeordnetenhauswahlen von Berlin nicht zur Wahl. Insofern war das völlig unabhängig von diesen Wahlen, Frau Kollegin. Für mich ist völlig klar, die Mietpreisbremse, und für uns alle ist es klar in der Fraktion, die Mietpreisbremse muss in der Praxis funktionieren. Es bringt ja überhaupt nichts, wenn wir hier als Gesetzgeber Gesetze machen, wo sich hinterher in der Praxis keiner dran hält. Und deswegen sage ich, alles das, was dazu führt, dass die Mietpreisbremse in der Praxis besser funktioniert, selbstverständlich, das finde ich in Ordnung. Und deswegen kann man auch über das Auskunftsrecht reden, wenn es um die Vormiete geht. Aber was Sie jetzt vorschlagen, es geht ja viel weiter, was Sie als Auskunftsrecht haben wollen. Sie sagen ja, dass der Vermieter alle erdenklichen Tatsachen dem Mieter beibringen muss, damit der das sozusagen valide beurteilen kann. Und da sage ich noch mal, wir reden hier nicht von den großen Gesellschaften, sondern 65% der Wohnungen in unserem Land, das sind die privaten Kleinvermieter. Und die haben große Schwierigkeiten zu ermitteln, was ist denn eigentlich die ortsübliche Vergleichsmiete. Und wenn Sie jetzt verlangen, dass sozusagen alle Tatsachen beigebracht werden, dass valide sein muss, dann wälzen Sie mit einseitig das Risiko hier auf die Vermieter ab. Und das ist nicht in Ordnung. Deswegen nochmal, Auskunftspflicht kann man darüber reden. Aber alle anderen Tatsachen, alles vorher mitzuteilen, das wird es mit der Union an der Stelle nicht geben, meine Damen und Herren. So, jetzt fängt die Uhr wieder an zu laufen. Ich habe nur noch wenige Sekunden Zeit. Deswegen möchte ich den letzten Gesichtspunkt, was die Rügepflicht noch anbelangt, kurz zu Ende zu bringen. Planungssicherheit, das war das entscheidende Gesichtspunkt hier an der Stelle. Die Beträge, wenn man sozusagen nämlich die Rügepflicht obsolet
werden lassen müsste, wenn man sie streichen würde. Das würde nämlich dazu führen, dass möglicherweise ein Mieter über Jahre in einer Wohnung wohnt und am Ende, wenn er auszieht, ohnehin schon sagt, so jetzt sage ich mal, ich habe eigentlich viel zu viel Miete gezahlt. Und dann möglicherweise nochmal der private Kleinvermieter mit einer großen Summe sich konfrontiert sieht, was den möglicherweise sogar in richtige wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen kann. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen hier Rechtssicherheit haben. Wir wollen nicht, dass jemand überfordert wird. Und deswegen ist die Rügepflicht richtig. All diejenigen Vermieter, der letzte Punkt. Redezeit. All diejenigen Vermieter, die wirklich hier Missbrauch betreiben, die eine falsche Vormiete vorsätzlich angeben, das sind Betrüger. Ganz klar, hier gibt es, so schlimm war es doch gar nicht, Frau Kollegin. Würden Sie bitte zum Ende kommen? Das sind Betrüger, da gibt es einschneidende Sanktionsmöglichkeiten, das ist in Ordnung. Deswegen unter dem Strich. Wir sind dafür, dass die Mietpreisbremse funktioniert. Und das tut sie auch in der Praxis. Aber Ihre Vorschläge, die können wir nicht mittragen, meine Damen und Herren, weil sie gehen an der Praxis völlig vorbei. Vielen Dank. Macht nichts, dass Sie jetzt randaliert haben. Das kriegen wir auch wieder hin. Nächste Redner. Es war eine Protestaktion, ja. Das kriegen wir auch wieder hin. Nächster Redner, Chris Kühn. Für Bündnis 90.